und willkommen, liebe Fußballfreunde. Was für ein herrlicher Tag. Die Sonne scheint, die Sonne lacht und wir freuen uns auf ein großes Fußballspiel. Die äußeren Bedingungen sind perfekt. Der Rasen ist ideal, ist nochmal frisch gemäht worden am gestrigen Tag. Sieht super aus, also die beiden Mannschaften können sich hier auf eine tolle Unterlage freuen. So lässt es sich Fußball spielen. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Brøndby Kopenhagen hat sich dazu entschieden, mit Fünferkette zu spielen und nur drei im Mittelfeld. Wenn du so in eine Partie gehst, dann ist das natürlich erstmal eine Ansage an den Gegner. Komm, zeig, was du drauf hast und beiß dir dann an uns die Zähne aus. Bei einer Führung ist die Umstellung auf dieses System allerdings logisch. Der Gegner muss und du lässt ihn nicht. Alles ist angerichtet. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ab nach vorn und hoffen. Beide Teams versuchen sich in der Frühphase keine Blöße zu geben. Jetzt der Abschluss. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut, das sah auch nicht schlecht aus, aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Brøndby Kopenhagen. Wir gucken auf die Statistik. Noch ist kein Torschuss aufgeführt. Den Ball weit rausgehauen. Eine halbe Stunde ist vorbei. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Nichts geht mehr. Josip Radojevic. Wir nähern uns so langsam aber sicher dem Halbzeitpfiff. Und noch sind keine Tore gefallen. Da ist die Möglichkeit. Kompromisslos weggeschlagen. Ab auf die Flanke. Und jetzt stark angesetzt zum Kopfball. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. Ein schöner Kopfball, der eigentlich das Tor verdient gehabt hätte. Aber Fußball ist nun mal kein Spiel der Konjunktive.
er den Ball kontrolliert. Ja, Ball ist draußen. Die Chance! Also, ob der nochmal runterkommt, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Bislang sehr wenig passiert. 0-0 Logo. Der Ball, der rollt wieder. Immer noch steht es unentschieden. Keiner der beiden konnte bisher wirklich in vollem Maße überzeugen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Nutzte die Chance. Einfache, aber sinnvolle Rettungsstart. Da war er voll auf der Höhe. Josip Radojevic. Das könnte was werden. Ein richtig toller Pass. Das Ende mäßig. So kann doch was gehen. Der Pass ist klasse, die Ballannahme auch. Nur der Abschluss, der stimmt nicht. Ein guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Streik in der Torfabrik und so sieht das aus auf beiden Seiten. Und der Ballverlust. Dafür bekommt er den Einwurf. Ganz simpel, einfach nach vorne. Guter Ball in die Kasse. Gefährlich. Und der Keeper ist zur Stelle. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Und dann ist er weg, der Ball. Nee, den verliert er an. Josip Radojevic. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Fußballfreunde, aber so langsam, aber sicher könnte mal ein Tor fallen. Josip Radojevic. Es gibt Freistoß und das auch zurecht. Josip Radojevic. Ja, aber war es der Auge. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Tolles Gegenpressing. Ab auf die Flanke. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da.
Das ist schöner Fußball, aber die Zeit läuft ab. Und das war's. Aus und vorbei. Keine Tore, keine Sieger, kein aufregendes Fußballspiel. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben? Zwei Mannschaften, kein Sieger, keiner so richtig unzufrieden, aber glücklich sind sie auch nicht. So, unsere Übertragung ist damit zu Ende. Danke Ihnen, danke Hansi. Immer wieder gern, Marco.